Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Idol Survivors Last Stand. Heute wollen wir uns mit dem Vollmondfest beschäftigen. Ein, ja, wie ich denke, Event, das so ein bisschen im Rahmen des Jahreskreises immer mal wieder kommt, einen anderen Namen trägt, vielleicht auch ein bisschen andere Eventwährung mit sich bringt. Ja, und ganz ehrlich, ich finde, es ist voll das Scam-Event. Was bringt es mit sich? Naja, zunächst mal werden wir gelockt mit einer 3S-Heldenkarte, bei der wir uns aussuchen können, welchen Helden wir gerne hätten. Dafür müssen wir nur ein bisschen Eventwährung sammeln. Wir kriegen einen permanenten Rahmen. Müssen wir nur ein bisschen Eventwährung sammeln. Wir haben die Möglichkeit, hier echt geniales Rainbow-Set-Gear oder auch spezifische Ausrüstung zu bekommen. Einfach so zum Auswählen. Sammelt einfach ein bisschen Eventwährung. Ja. Das Ganze gibt es dann auch noch ein bisschen teurer. Sammelt einfach ein bisschen Eventwährung. Und wenn ihr dann alles gekauft habt mit Eventwährung, dann gibt es auch noch ein bisschen kleines Material dazu. Auch nicht schlecht. Sieht erstmal ganz nett aus. Dann gibt es natürlich die Bundles, wo man sich ein bisschen Eventwährung für kleines Geld kaufen kann. Dann gibt es natürlich auch wieder den Gratis-Pass, den kleineren Pass. Und den, ja, ich würde mal sagen, den Pass, den eher Daddy zahlt. Ja, und natürlich gibt es dann eben die klassischen Quests. Log dich ein, mach ein bisschen was, kauf ein bisschen was. Und die Quests, die so von der Aufgabenzahl oder von der Anforderung her dann mit jedem Mal, die wir sie erfüllen, steigen. Das heißt, schließe 8 Stadt-Events ab, erhöht sich dann auf 16. Und dementsprechend steigen wir auf und bekommen hier einen Schatzbeutel. Und diese Münzen. Das Ganze hat bis zu 30 Level. Das heißt, man muss schon ein bisschen was machen, um hier bis zum Ende durchzukommen. Und wir bekommen insgesamt, ohne Geld zu investieren, hier eine Vase bzw. einen Osmanthuswein, 195 dieser Mondkuchen-Coins. Für mich sehen die aus wie Coins, ja. Und wir bekommen drei von diesen Schatzbeuteln. Auf Level 1, auf Level 10 und auf Level 20. Kommen wir aber gleich noch dazu. Dann gibt es hier die Präsente, wenn wir aufladen. Das heißt, beispielsweise einen dieser Pässe kaufen, haben wir ja einmal aufgeladen. Einmal was investiert, kriegen wir noch so ein Beutelchen dazu. Cool. Und dann gibt es hier nochmal so eine Art, ja, Wochenkarte, wo man 30. Hier können wir es uns anschauen. Heldensplitter-Wochenkarten bekommen. Ja. Auch wieder solche Auswahlkarten. Schon eine ganz coole Sache. Man kann sich hier Charts aussuchen. Nette Idee. Ich find's jetzt nicht so berauschend. Weil es wahrscheinlich noch eine der günstigsten Varianten ist. So, am Anfang habe ich das Ganze hier als ganz großen Scam bezeichnet. Und das möchte ich euch jetzt erklären, denn wir kriegen, wie gesagt, 195 dieser Kuchen, drei von diesen Baggies und eine von diesen Vasen. Eine weitere Vase können wir hier kriegen oder auch so eine Laterne, die wir hier oben brauchen im Shop, ja. Wir werden aber niemals, ohne Geld zu investieren, auf fünf Laternen kommen, denn wir kriegen ja nur drei Baggies. Wir haben die Möglichkeit, hierhin zu kommen, ja, wenn wir eine Laterne kriegen und 100 Mondkuchen, das ist realistisch. Den Rahmen, den wird sich jeder erspielen können, aber wir werden niemals diese Auswahlkarte ohne Echtgeldinvestition bekommen und wir werden niemals auf zwei Vasen oder auf zwei Weine kommen und auf 250 Mondkuchen. Denn selbst wenn wir aus allen drei von diesen Taschen, die wir hier bekommen können, die 20 Mondkuchen bekommen. Ja, dann sind wir bei 60 Mondkuchen plus 195 würde passen. Dann haben wir aber nur einen Osmanthuswein und der reicht uns nicht. Und deswegen ist das für mich ein Riesenscam. Riesenunverschämtheit. Gebt uns doch wenigstens Free-to-Play die Möglichkeit, eine dieser genialen High-End-Sachen zu erspielen. Das finde ich einfach nur unverschämt. Wir können uns diesen Rahmen erspielen. Wir können uns hier unten ein bisschen mit Gentränken eindecken. Ja, wer sein
wer sein Fahrzeug, wer sein Robo, wer sein Mech aufwerten will, der kann sich auch das holen. Ich würde euch ganz klar dazu raten, nichts zu investieren. Das finde ich ist einfach nur eine Frechheit. Ja. Spielt free to play, ballert auch nicht unbedingt. Wenn es dann um die Quests geht, hier unnötig viele Diamanten raus oder investiert was in die Talentrekrutierung, da gibt es das doppelte Punkte-Event und und. Ja, also würde ich euch unbedingt von abraten wollen. Nehmt mit, was ihr so im alltäglichen Tun mitnehmen könnt. Ja, und vielleicht schicken wir einfach mal einen Protestbrief auf Discord raus oder auf Facebook irgendwo. Werden wir da mal einen Protestpost, ja, so Klimakleber-like verfassen und uns mal richtig drüber aufregen, dass hier einfach nur die Payer ordentlich absagen können. Und für uns Free-to-Play-Spieler, gehe einfach davon aus, dass die meisten von euch das auch sind, da nicht so viel bei rumkommt. Investiert euer Geld lieber in was anderes. An sich eine nette Idee. An der Umsetzung lässt sich sicherlich noch feilen, aber wir haben ja bald, ja, wie nennt man das dann? St. Martin Laternenfest? Oder ist das schon deren Laternenfest? Nee, ist ja eigentlich Vollmond, ja. Dann können wir zu Nikolaus noch mal ein bisschen was Besseres machen. Also, liebe Entwickler, bitte, bitte, bitte arbeitet dran und gebt uns anständige Events. Habe ich eure Meinung getroffen oder seht ihr das ganz anders? Findet ihr das Event voll cool und findet ihr es völlig in Ordnung, da mal 20, 30 Euro zu investieren, um so eine Auswahlkarte oder hier so eine entsprechende Auswahlbox zu bekommen? Ich freue mich auf die Unterhaltung mit euch in den Kommentaren. Bis dahin, Tschüsschen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Kostet auch nichts. Keine 19,99, keine 14,99. Auch schon gar nicht 49,99. Bis dahin. Ciao, euer Selti.